Ein Ort mit über 1000-jähriger Geschichte. Esslingen am Neckar. In der Altstadt finden sich auch die Wurzeln der Firma Eberspecher. Ja, hier in diesem Haus in der Webergasse hat der Jakob Eberspecher im Jahre 1865 seine Werkstatt gegründet. Und von da aus hat alles begonnen. Und er war da einige Jahrzehnte auch tätig mit einer Werkstatt, die noch hinten dran war. Und dann ging es an das heutige Zentrum unseres Unternehmens dort. Die Firma steht heute am Stadtrand. Günther Baumann war lange Jahre Geschäftsführer. Der Ingenieur hat eine Eberspecher-Tochter geheiratet. Heute ist der 73-Jährige Vorsitzender des Firmenbeirats. Wissen Sie, wenn man das seinem Sohn übergeben kann, dann ist man stolz drauf und glücklich. Und ich war also fast über 30 Jahre tätig. Und wenn man in der zweiten Hälfte 60 ist, dann sagt man auch, jetzt reicht's dann irgendwann mal. Also mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Die Familie Eberspecher stellt Auspuffanlagen, Heizungen und Klimaanlagen her, macht einen jährlichen Umsatz von rund 2,5 Milliarden Euro. In Esslingen produzieren sie Heizungen für Marken wie Volvo, VW und Porsche. Werden weniger Autos verkauft, spüren sie das unmittelbar. Die sogenannte Staatsschuldenkrise beeinflusst uns natürlich schon, denn wir haben Länder, insbesondere die Südländer, in deren die wirtschaftliche Entwicklung natürlich mittlerweile sehr, sehr schwach geworden ist, wenn nicht sie vollkommen ausbleibt. Wenn Sie Beispiel nehmen Spanien, dort werden eben so gut wie gar keine Nutzfahrzeuge mehr jetzt verkauft. Und das spüren wir natürlich. Heinrich Baumann befürchtet jetzt jedoch keine Krise wie 2009, als der Umsatz um 40% einbrach. Er leitet zusammen mit Martin Peters, der auch zur Familie gehört, das Geschäft. Als Chef sind sie viel in der Welt unterwegs, in Brasilien, China, Indien oder den USA. Oft besprechen sie sich nur am Telefon. So der typische Patriarch eines schwäbischen mittelständischen Unternehmens, der war halt an seinem Standort, der ist jeden Tag durch die Fabrik gegangen, der war omnipräsent. Die Chance haben wir so gar nicht mehr. Sicher von unserer Prägung her, aber auch von der Breite an Fabriken und an Ländern, die wir heute abzubilden haben. 1865 gründet Jakob Eberspecher seine Glaserei. Bald produzieren sie Dachverglasungen in ganz Europa, auch für den Mailänder Bahnhof. In den 30er Jahren kommen Auspuffanlagen für Daimler dazu und nach dem Zweiten Weltkrieg Medizintechnik, bis die Wirtschaftswunderjahre die Autoindustrie zum Kerngeschäft machen. Es gibt Familienunternehmen, die dafür sorgen, dass wir diese geringe Arbeitslosigkeit haben, diese geringe Jugendarbeitslosigkeit und die trotzdem international tätig sind. Und da schauen viele Nachbarländer eigentlich mit Neid auf uns, weil die das nicht haben. Ihr Unternehmen beschäftigt weltweit über 6000 Mitarbeiter. Die Stammbelegschaft wollen sie halten, so wie ihnen das auch im Krisenjahr 2009 gelungen sei.